Salam alaikum, salam, salam, meine Hübschen. Alaikum salam, alaikum salam. Kel Arabik? Ja, vielleicht später, jetzt gerade nicht. Ich habe gerade getrunken. Schweier, tamam. Ja, natürlich, Rashid. Ja, ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yenke Extremo Momente, / International, because my one and only favorite camera operator of the world, Jan Kreutz, is sitting in the desert of Qatar. Right? Ja, nicht wirklich in der Desert gerade im Moment. Man sieht es an der Trockenhaube hinter mir. Ich bin in meinem Hotel. Die lieben ja die Schnörkelei, ne? Das Geschnörkelte, ja, Verschnörkelte. Das haben sie gerne hier, ne? Ja, die Schnörkelis. Im Schnörkelland. Im Schnörkelland. Genau. Setz mal, wenn ich jetzt hier die Kamera einmal umschalte, guck mal, das ist meine Tapete. Ich dachte, das wäre die Bettwäsche. Ja, hübscher. Ja, guck mal. Hübsch hast du es. Ne? Kleine verspielte Maus. Hä? Ja, und da fühlst du dich zu Hause. Mich hat es ja wirklich gut angetroffen, muss ich fairerweise sagen. Wobei wir wirklich auch hofiert werden hier. Also ich drehe tatsächlich für das Tourism Board von Katar. Die haben mich angeheuert. Und ich habe das Gefühl, ich bin in irgendeinem Loop gefangen. Die letzten 3 oder 4 Folgen höre ich von dir immer nur, ach, uns hat es wieder gut angetroffen. Der Fremdenverkehrsverein unterstützt uns. Alle freuen sich, Gastgeschenke. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man denn da jetzt drehen, ne? In einem Land, wo ja die Menschenrechte... Wie kann man denn da jetzt drehen, in einem Land, ja, wo Menschenrechte... Ja, aber ich wollte mir auch selber mal ein Bild machen hier. Wenn ich jetzt sagen würde, mein Job ist hier mies, dann würde ich lügen. Also ich kann mich hier sicherlich nicht vergleichen mit den Leuten, die ja außer Landes hinkommen, um hier zu arbeiten. Ob es Nepalesen sind, Leute aus Bangladesch, aus Pakistan, die man natürlich immer wieder auf den Baustellen sieht. Ich drehe aus dem Hubschrauber die Fußballstadien und versuche ein schönes Bild von Katar zu zeichnen. Also das ist natürlich eine etwas andere Aufgabe als die Leute, die hier arbeiten. Erklär doch bitte nochmal Katar, wo das ist. Ein bisschen, sag mal was dazu, Sultan von Katar oder wer ist das dazu überhaupt? Meines Wissens ist das ein Emir. Das ist eine Familie. Tamim bin Hamad al-Thani. Guck mal, da hat sich so mal einer vorbereitet. Ja, ne? Entschuldige bitte. Genau. Das ist einer von 4 Söhnen des ehemaligen Emirs von Katar. 2003 als designierter Nachfolger seines Vaters auserkoren, war er gerade einmal 23 Jahre alt, als er King of Currywurst wurde. 2013 wurde er dann mit 33 Jahren tatsächlich zum jüngsten Staatschef in der arabischen Welt. Jetzt bist du dran. Hast du den getroffen, den Kollegen? Nee, aber vielleicht seine Neffen oder Nichten, ich weiß nicht, wer da ist. Aber die waren auch gut betucht. Ich weiß nicht, ich hab mal ein Bild gepostet. Ich liebe es. Auf dem längsten Sofa der Welt. Ja, ich liebe es. Bitte, Leute, guckt euch das an bei Instagram auf dem Account von Jan Kreutz. Seht ihr das wahrscheinlich längste Sofa der Welt. Und das, ich will jetzt nicht spoilern, aber diese Kamerafahrt, wo du dann da hingehst und mit deiner Tasse Kaffee neben den Jungs sitzt, ich hab wirklich gebrüllt vor Lachen. Das ist, wenn du mich fragst, das Foto of the Year. Ja. Wie lang war das Sofa? 22 Meter? 22 Meter, da kommst du nicht mit hin. Das ist wirklich, stell dir vor, du bist irgendwie bei Poco Domäne und stellst alle Sofas, die da im Verkaufsraum stehen, alle zusammen und danach holst du noch die ganzen Dinger von Ikea. Und packst sie auch noch drauf, dann ungefähr kommst du auf das Sofa. Warum? Ja, hast du mal den Emir gefragt, was der mit einem 250 Meter langen Sofa im Wohnzimmer will? Naja, ich sag mal, die Kataris selber, die sitzen ja gerne, die arbeiten natürlich nicht so viel, ne? Brauchen sie auch nicht. Ich glaube, das sind irgendwie 300.000 Einwohner was, insgesamt von 5 Millionen hier. Und die sitzen natürlich auf so einem Haufen Asche, dass die nicht wirklich viel machen brauchen. Und deshalb sitzen die natürlich auch viel. Und wer viel sitzt, braucht auch ein großes Sofa. Ja? Und dann haben sie auch immer eine große Familie. Und die sitzen dann alle beisammen und sitzen halt. Ich bin ja sehr nett empfangen worden. Also ich kann mich jetzt natürlich nicht beschweren. Wobei, das ist natürlich auch, wie gesagt, wenn man jetzt hier hinkommt, um das Land in ein etwas schöneres Licht zu rücken
Wie gesagt, wir haben jetzt hier auch rund um für die WM die Stadien gedreht. Ja, mein Gott. Wie ist denn da der Zustand, die Bauphase? In welcher Bauphase sind Stadien, die? Die Stadien, was ich gesehen habe, sind alle fertig soweit. Mhm. Also hier wird eigentlich nur noch so der letzte Schliff gemacht. Aber man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwie noch große Lücken sind. Ja, auch Positives dann doch auch gesehen, also auch betreffend der Nachhaltigkeit. Also ich habe ein Stadion gesehen, das ist aus Seekontainern gebaut. Das sieht so ein bisschen aus von weitem, als wäre es aus Legostein zusammen gebastelt worden. Das wird danach wieder abgebaut und glaub nach Afrika gespendet oder was. Also man ist ja schon nachhaltiger, zumindest was die Umwelt angeht, als zum Beispiel in Dubai. Ne? Also was ich da erlebt habe, also die hauen da schon mehr auf die Kacke, die Jungs. Ne? Also hier ist das alles so ein bisschen noch gediegener. Wir haben jetzt halt hier Leute porträtiert, zum Beispiel eine Katari, eine Pilotin, die auch hier so Flugsport betreibt. Da sind wir mit ihrem Paraglider einmal über die Stadt. Dann sind wir mit einem Ballon über die Stadt gefahren. Und das sind natürlich tolle Momente, tolle Eindrücke. Trotzdem habe ich auch immer wieder mal gefragt. Ich meine, wir waren ja immer auch investigativ unterwegs früher. Ne? Das ist zwar jetzt nicht mein Job hier, aber jedes Mal, wenn ich dazu komme, frage ich tatsächlich die Leute, ob es der Taxifahrer aus Uganda war, den ich heute hatte, oder aber die Rezeptionistin aus Argentinien. Ich frage immer wieder, wie lebt es sich hier? Gefällt euch das hier? Und um ehrlich zu sein, ich höre wirklich immer wieder dieselbe Aussage, ja, das ist gut, also verdienen ja viel Geld, ne? Die Möglichkeit hätten sie gerade zu Hause nicht. Argentinien ist ja auch in einer großen Wirtschaftskrise. Die waren schon sehr zufrieden, also auch die Taxifahrer. Ich habe jetzt nicht mit Bauarbeitern natürlich gesprochen, aber ich war auf einer Baustelle von einem großen Hotel, ein 7-Sterne-Hotel. Man muss an der Stelle sagen, dass wir da jetzt nicht hin sind, um das zu bebildern, sondern das ist für ein ganz anderes Projekt, wo ich gefragt wurde, ob man mal eine Doku über das neueste, teuerste 7-Sterne-Hotel drehen wollte, und deshalb waren wir auf der Baustelle. Also überall hängen Warnschilder, die waren auf dem Gerüst, sogar auf der ersten Bühne waren die schon angeseilt und so. Also jeder mit einem Helm, jeder mit einer Weste. Jetzt kann man natürlich denken, ja, ne, ist das jetzt nur in so einer Baustelle, auf so einer Baustelle, oder hat sich da tatsächlich was getan, ne, weil halt so viele Unfälle passiert sind? Man weiß es nicht, ne? Da komme ich nicht hinter, da steige ich nicht hinter. Es gibt diese Zahlen von 6.000 toten Arbeitern. Woher die Zahl ist, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ich kann nicht bestätigen, also wenn ich mich hier so umgucke, dass das jetzt so die übelsten Bedingungen sind, also ganz im Gegenteil. Aber wer weiß, was natürlich irgendwo auf einmal passiert. Aber du hast schon so ein bisschen das Gefühl, dass du dich jetzt für deinen Job da rechtfertigen musst, oder? Kriegst du so viel negatives Feedback? Ja, absolut. Natürlich. Ich musste mich auch ein paar Mal rechtfertigen. Also, wie du ja weißt, bin ich ja auch Fußballfan. Und gestern war ja hier der Draw, wie man so schön sagt, die Auslosung. Und immer wieder höre ich dann da auch von Freunden und so weiter, ist das so, ich bin heute Abend bei der Auslosung. Ich so, ach, was willst du denn da? Gucke ich mir nicht an, die WM, ne? Das ist schwierig, ne? Weißt du, in Rio haben sie ganze Favelas platt gemacht für die Weltmeisterschaft. Und beim 7:1 dann gegen Brasilien hat da auch keiner mehr nachgefragt. Dasselbe in Südafrika mit den Townships. Ich finde, wenn man den Finger erhebt, ne, dann muss man halt auch alle irgendwo kritisieren, ne? Und das nicht immer nur an einem Land festmachen. Also es ist schwieriges Thema. Ja, absolut. Und man darf ja auch nie vergessen, du bist jetzt nicht dahin gefahren, um Urlaub zu machen, sondern das ist dein Job als Kameramann. Und da hast du natürlich auch immer nur begrenzt Einfluss darauf, was da jetzt die Geschichte ist. Ne? Und das gehört ja auch immer noch dazu. Und ich halte das auch, ich bin da natürlich auch sehr kritisch, wie du weißt, gerade jetzt dieser WM in Katar gegenüber, ich halte das auch für immer wieder erwähnenswert, dass die Situationen zumindest in der Vergangenheit katastrophal waren, dass es da zu diesen 6.000 Toten, es gibt ja sogar Zahlen bis zu 12.000 Toten, Billiglöhnern, die da aus allen Teilen der Welt versammelt wurden, um da so schnell wie möglich die Infrastruktur für die WM hochzuziehen.
Ja, das... Es ist schrecklich, es ist katastrophal. Immer wo Geld verdient werden muss, kann es nur auf Kosten anderer gemacht werden. Das ist leider Gottes ein ganz, ganz großes Problem unseres Finanzsystems, unseres Kapitalismus. Es geht nur auf Kosten von anderen Leuten, sich wirklich so exorbitant zu bereichern. Und das spielt natürlich auch eine Rolle jetzt in diesem Wüstenstaat, ne? Also Katar und Fußball, da muss halt erstmal was hingebaut werden. Dafür brauchst du sehr viele Arbeitskräfte. Und dann hast du diese Menschen aus armen Ländern, die darauf angewiesen sind, überhaupt was zu verdienen und dann keine Fragen stellen, was Sicherheitsvorkehrungen angeht und so. Ja, ganz, 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 ganz schwierige Nummer. Und trotz alledem werde ich diese Fußball-WM boykottieren. Ja, ja, es ist und bleibt schwierig. Also ich hab mit unserem Fahrer gesprochen, der aus Pakistan ist, und auch mit ihm habe ich gesprochen, wie er das sieht. Und der war zum Beispiel total dankbar, dass er hier arbeitet, weil sein Vater ist schwer herzkrank und wie er sicher denken kann, ist es mit der Gesundheitsversorgung in Pakistan nicht so weit hergeholt. Und der zahlt damit die teuren Operationen. Wir waren in Bangladesch, wir wissen, wie viel da 1.000 Euro wert sind, ne, die Arbeiter, was ich hier gehört habe, bestimmt hier verdienen. Ne? Das ist natürlich da eine Menge Geld. Damit ernähren die ganze Dörfer. Ist das gut? Ist das schlecht? Haben die jetzt die Möglichkeit dafür? Ja. Das ist ja der Scheiße Punkt. Alle, ne? Das ist ja der Punkt. Ja. Der Kritik geht ja auch nie an die Menschen, die jetzt diese Jobs machen müssen, weil sie gar keine anderen Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Ne? Um Gottes Willen, also der pakistanische Taxifahrer oder ugandische Taxifahrer, natürlich sind die dankbar, dass sie diese Jobs haben. Die Kritik geht halt da wirklich an die Ausrichter, ne? An die Staatsführung, an Menschen, die es zulassen, dass solche Umstände da überhaupt herrschen und so gefährliche Jobs da überhaupt, oder die Jobs überhaupt so gefährlich sein können, dass man sich um die Menschen da nicht kümmert. Der Mann auf der Straße, na klar ist das für den ein Segen, ne? Und die profitieren davon dann. Zum Glück ja auch. Also deswegen, wie du schon sagst, das ist ein zweischneidiges Schwert. Wie ist es denn ansonsten in Katar? Ist das eine schöne Ecke? Oder ist das, wie ich es mir vorstelle, wirklich karg? Also ich finde es, landschaftlich natürlich, ich habe sehr viel von oben gesehen jetzt. Also ich finde sowohl mit dem Hubschrauber als auch mit dem Heißluftballon hier drüber, sobald du aus der Stadt raus bist, klar, alles karg, Wüste. Ich finde es tatsächlich schöner, als jetzt zum Beispiel Dubai, ne? Weil das halt nicht so ganz so bombastisch ist. Ne? Und hier, keine Ahnung, der größte Turm, was gebaut werden muss, das Burj Al Arab, das Burj Al Khalifa und so weiter. Das ist alles so ein bisschen gedeckter hier. Aber wenn die jetzt anfangen mit dem ersten 7-Sterne-Hotel, dann ist ja zu befürchten, dass die in eine ähnliche Richtung gehen. Ja, das ist aber von der Größe her kein Vergleich zu den Sachen, die man so aus Dubai kennt. Ne? Ja. Architektonisch halt so eine Besonderheit, weil es aussieht wie so ein Halbmond, aber also die hauen da in Abu Dhabi und Dubai schon ein bisschen mehr auf die Kacke, ne? Da muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber natürlich sieht man ja auch viel Geld, ne? Also hier gibt's auch genug Lamborghinis, dicke Porsche, und hier heute stand noch vor der Tür ein goldener Rolls-Royce, das gibt's ja natürlich alles. Trotzdem nicht so exorbitant übertrieben wie in Dubai. Ja. Aber natürlich auch kein Vergleich zu anderen arabischen Ländern, in denen ich ja viel unterwegs war. Ich war ja auch in Jordanien, im Oman, im Jemen, und das sind natürlich andere Verhältnisse. Da gerade im Jemen, was eins der spannendsten, tollsten Länder war, das ich jemals bereist habe. Also das war wirklich, da schwärme ich immer wieder von. Mhm. Ich hatte das Glück, das zu der Zeit zu bereisen, als mal kein Krieg war. Also vorher war ein Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südjemen. Jetzt ist ja wieder der Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien da. Und es ist so ein tolles Land mit Sana'a, der Altstadt, die Souks da, das sind halt nicht so Touristen-Souks, wie man sie kennt aus Marrakesch oder wie sie auch hier in Katar, sondern wirklich da sitzt noch einer in der Hütte und schmiedet und solche Sachen. Und landschaftlich war die Hadramaut zum Beispiel, oder Shibam, hast du schon mal von Shibam gehört? Das ist das Manhattan des Orients, sagt man. Das sind Hochhäuser, die aus Lehm gebaut sind. Ja, ja, klar. Und um mit der kleinen Reiseführung vom Jemen abzuschließen, ich werde immer wieder gefragt, wo war der schönste Strand, den du in deinem Leben gesehen hast? Wo war der schönste Strand, den du in deinem Leben je gesehen hast? Und das war auf der Insel Socotra, die auch zum Jemen gehört. Liegt eigentlich ein bisschen vor Somalia, geografisch eher zu Afrika, gehört aber zum Jemen.
Und wirklich alles endemisch, das wäre was für dich hier, du kleiner Fauna-Experte. Ganz viele endemische Pflanzen, der Drachenbaum. Der Drachenbaum kann nicht endemisch sein. Der Drachenbaum wächst auch in anderen Regionen dieser Welt. So, jetzt habe ich mich, da auch mal vorbereitet. Ja, in den schmalen Küstenbereichen der Insel Socotra. Endemische Flora und Fauna. Zu den endemischen Arten gehört der Dendrenisocius socotranus, eines der wenigen baumförmigen Kürbisgewächse, und der Socotra-Gimpel. Ja, und der Drachenbaum Trachaena cinnabari. So, und jetzt kommst du. Der Drachenbaum, den habe ich aber auch schon irgendwo anders gesehen. Ich glaube, ja, das ist ein spezieller IKEA, Drachenbaum. Oder? Meine Fresse. Spezieller Drachenbaum. Ja. Aber warum war es da so schön? Weil es gibt auf dieser Insel keinen Tourismus. Wirklich gar nichts. Da ist nichts. Super. Und ich habe da wirklich an einem Strand gesessen. Da sind Delfine in der Bucht rumgesprungen. Da lagen die tollsten Muscheln am Strand. Da war kein Dreck, da war nichts. Das war einfach ein Traum. Sowas habe ich in meinem Leben davor und danach nie mehr gesehen. Wahnsinn. Aber natürlich so gut wie gar nicht zu bereisen. Wer weiß, vielleicht auch gut so, ne? Damit auch eins der letzten Paradiese nicht da zerstört wird. Also es war wirklich wunderschön. Ja, das ist dann auch, ist auch immer so eine Frage, ne? Also ist das jetzt gut oder ist es schlecht, dass man es nicht sicher bereisen kann? Aber unterm Strich ist es, glaube ich, wirklich gut, weil das hält die Zeit dann noch so ein bisschen auf, ne? Also bis das erste Kreuzfahrtschiff dann da auf deiner Insel landet, das sieht zum nicht Glück so noch lange dauern. Ja. Ich wäre ja fast Jemenit geworden, ja? Also ich habe ja in Magst du die Geschichte noch mal erzählen mit deiner Darmkrankheit, ne? Das ist doch die, oder? Das waren die Lambin, das wollte ich jetzt aber nicht erzählen. Was war Jemen, richtig? Als unser Lastkamel sich morgens den Arsch am Akazienstraub gerieben hat. Halt, fang vorne an. Ihr seid mit dem Kamel durch die Wüste und brauchtet einen Wasservorrat. Nein, anders, pass auf. Es war eine Expedition, die Weihrauchstraße entlang, die alten Handelsrouten durch Oman und den Jemen. Super. Da habe ich für eine Internetfirma begleitet. Und wir waren auch gesponsert von so Outdoor-Firmen, die uns dann das nötige Equipment gestellt hatten, wie diese Wassersäcke zum Beispiel. Und man kommt dann irgendwann durch dieses Wadi Hadramaut, das ist ein ganz tolles Tal, ist irgendwann selbst mit dem dicksten Landcruiser nicht mehr weiter, und da geht's nur noch mit Kamel weiter. Und wir haben eigene Kamel gekauft. Ich war mal Besitzer von einem Kamel über 3 Wochen. Das übrigens Kotze hieß. Warum? Weil wir haben 3 Kamele gekauft. Eins haben wir Tattoo getauft. Das hatte lauter so Henna-Tattoos überall. Das war auch das stabilste. Dann haben wir eins gehabt, das hieß Zecke. Das haben wir dann irgendwann nachher festgestellt, das war über und über mit Zecken und war auch eigentlich klapperdürr. Aber wir weiß jetzt auch nicht, ne? Wie oft kauft man den Kamel? Also, ne? Das nicht ist so schon erfahren beim Gebrauch. Ja, muss schon erfahren sein. Und meins habe ich Kotze getauft, weil ich hab mich draufgesetzt, und das Erste, was das Kamel gemacht hat, dreht sich um und sabbert mir seinen ganzen Wiederkäu über die Klamotten. Und das irgendwo am Arsch der Welt, wo weit und breit keine Dusche war. Und ich war wirklich voll mit diesem Kamelsabber, was ewig elendig gestunken hat. Deshalb habe ich Kotze getauft. Naja, Zurück zum Wassersack. Ja, und Zecke haben wir dann irgendwann beschlossen, da können wir keinen draufsetzen, sonst klappt uns das Viech zusammen. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir da die Wassersäcke dran. Und morgens bei Sonnenaufgang haben wir dann unsere Kamele gesattelt. Übrigens auch mit einer AK-47 Kalaschnikow, die wir vom Staat bekommen haben, zu unserem eigenen Schutz vor Rebellen. Ach, hübsch. Ja, ganz ehrlich. Und wir hatten jeder, also kam mir ein bisschen vor wie Lawrence von Arabien, als ich morgens mein Kotze-Kamel gesattelt habe. Die AK-47 an die Seite. Und dann gucke ich so und dann sehe ich nur, wie Zecke ihren Arsch am Akazienstrauch rubbelt. Und da waren schon die Wassersäcke dran. Und die waren dann alle natürlich von diesen dicken Akazien-Dornen völlig zerstochen. Und die eine Seite von Zecke war dann komplett leer. Und was ein bisschen blöd war, weil da kann man jetzt auch nicht Tui oder Gott weiß wen anrufen, wenn wir haben ja ein Problem, schickt man Reiseleiter. Und deshalb muss man ein bisschen haushalten mit unserem Wasser und haben dann irgendwann auch eine Quelle gefunden und haben die Säcke neu befüllt. Also wir hatten natürlich noch welche in Reserve und haben dann da diese Entwurmungstabletten reingeschmissen, ne? Weil das Wasser natürlich nicht das sauberste war. Aber es hat leider nicht so ganz funktioniert.
Und wir haben uns dann leider alle so eine, ja, Wurmkrankheit zugezogen. Mm. Das äußerte sich dann so, dass du sahst aus wie hochschwanger. Du hattest so einen Blähbauch, als wärst du im 9. Monat schwanger. Wahnsinn. Die fiesesten Blähungen, ja. Ich möchte jetzt gar nicht beschreiben, nach was das, so nach verfaulten Eiern, es war widerlich. So. Und das hielt dann auch so, ja, so 2-3 Wochen an, ne? Also das war jetzt nicht so die schönste Erinnerung an. Hat das Kamel da irgendwie drauf reagiert, wenn du da oben auf dem Kamel gefurzt hast? Hat das irgendwie dir zu verstehen gegeben, dass das jetzt echt eine Zumutung ist? Den Wiederkäu-Gestank von Kotze halt ein bisschen über die, ja. Naja, irgendwann sind wir dann auch in Sanaa angekommen. Die Kamele haben wir natürlich vorher verkauft. Übrigens für einen miesen Preis. Also wir sind richtig beschissen worden. Ja. Das waren ja auch nicht die besten Kamele. Das eine konnte nicht laufen, weil er also so schwach war. Das andere so Zecke, der dritte stank. Also da kriegst du natürlich nicht viel für. Wie bei so einem miesen Autohändler, weißt du? der dich da bescheißt. Genauso haben wir uns auch beschissen. Naja, auf jeden Fall haben wir sie dann wieder verkauft. Ich wollte es dann auch nicht mitnehmen nach Hause. 3 Wochen haben dann gereicht als Kamelbesitzer. Wie ist denn das? Ich meine, ich kenne das nur von irgendwelchen Ägypten-Urlauben, wenn irgendwelche übergewichtigen Touristinnen und Touristen sich auf so ein Kamel hieven lassen, um am Strand da mal von links nach rechts zu hoppeln. Das sieht immer so ungemütlich aus. Da habe ich aber schon ganz andere Dinger erlebt. Da habe ich schon ganz andere Dinger gesehen. So Touristenkamele-Karawane, die dann so einer Bundesstraße lang latscht. Ne? Da habe ich auch schon gesehen. Ne? Ja. Oder da in Gizeh, in Kairo auch, wenn die da dann irgendwie, ne, für das klassische Foto, sitzt auf dem Kamel, im Hintergrund die Pyramide. Ne? Mhm. So, sitzt dann da irgendwie 5 Minuten auf dem Fifi und dann wird das Foto gemacht und dann wieder runter. Es ist ein in der Tat tatsächlich angenehmes Reisen, weil du, wenn du einmal drauf sitzt, ist das nicht so, du weißt ja, unsere Reiterfahrungen, wie damals in Ecuador, ne? Das ist irgendwie gemütlicher. Man sitzt da so und shaked, ja. So shaking. Shaked so ein bisschen hin und her. Es ist jetzt nicht die unangenehmste Art des Reisens, muss ich sagen. Aber 3 Wochen reichen auch. Also, okay. Wobei, da fällt deswegen, mir gerade ein, Ägypten und Pyramide. Irgendwie habe ich in meinem Kopf ein Bild von dir, wo du für irgendein Format eines befreundeten Senders so ein Ranking gemacht hast und ach, dafür auf, komm. Das speichern wir mal ab unter in der Kategorie ich war jung und brauchte das Geld, ja? Das finde ich okay, ich wollte das jetzt auch gar nicht bewerten. Ja. Ich wollte nur sagen, hast du doch versucht auf dieses Viech darauf zu kommen und das klappt aber irgendwie so nicht. Nee, das klappte nicht. Der wollte nicht so wie ich. Ich konnte meine Kamelreitfähigkeiten da nicht mehr abrufen. Ich hatte die anscheinend ein bisschen verlernt. Aber hör mal, selbst so eine stark übergewichtige, sonnenverbrannte Engländerin schafft es doch in Kairo auf so ein Viech raufzukommen. Wieso hast du das denn nicht geschafft? Ja, weil aber auch vier Ägypter ne? zur Hand runterstehen und die da hochhiefen. Ne? Ja. Das ist halt, ne? Naja, auf jeden Fall, ich wär ja fast Jemenit geworden. Also beziehungsweise, nein, ach, stimmt, ich, aber da, ich hatte, ja, das, ich ja, hatte ja. das Angebot, Jemenit zu werden. Weil es gibt für die Muslime ja nichts, für die Strenggläubigen Tolleres, als jemanden zu konvertieren. Und ich wurde dann wirklich bekniet, ob ich nicht zum muslimischen Glauben übertreten will. Und ich hätte dann einen Land Rover bekommen, ein Haus in Sanaa und ich hätte mir von den zahlreichen Töchtern die hübscheste aussuchen können. Das hat dir der Touristenverband versprochen oder wer hat dir das versprochen? Nein, das hat mir nicht der Touristenverband versprochen, den gab es nicht im Jemen. Das hat mir tatsächlich ein jemenitischer Geschäftsmann unterbreitet, dieses Angebot. Und ich bin aber nicht drauf eingegangen, weil ich ja schon ein schlechter Christ war. Ach so. Ja. und ich weiß nicht, ob ich einen guten Muslimen abgegeben hätte. Jetzt warte mal. Du hast den irgendwann kennengelernt, weil der gedacht hat, Junge, was ist mit deinem Blähbauch los? Und so seid ihr ins Gespräch gekommen, nehme ich an, oder? Der Blähbauch war dann schon wieder weg. Also ich hatte dann schon entbunden. Ich hatte entbunden quasi. Ja. Magst du über die Geburt sprechen? Nee, lass mal. So. So, okay, also du hattest wieder dein Sixpack.
für das du ja bekannt bist. Ich hatte wieder mein Sixpack, okay. Genau. Und da quatscht dich der Geschäftsmann an. Ja, warum habe ich ihn kennengelernt? Ich, pass auf, also es ist so, der Jemen ist sehr, sehr streng muslimisch schon. Ja. Ne? Also die Frauen sind wirklich alle verschleiert, ne? Also haben wirklich nur hier den kleinen Seeschlitz. Ich war auch im Ramadan da, also es war wirklich tagsüber gar nicht dran zu denken, da irgendwo was zu essen zu bekommen oder zu trinken. Also wir haben immer geguckt, dass wir irgendwie Wasser dabei haben oder sonst was, aber sonst ist das schon sehr schwierig gewesen. Und es gibt kein Alkohol, ne? Und jetzt stehen wir ja beide auch auf der lebensbejahenden Seite. Und da habe ich gedacht, da muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, irgendwo in Sana'a einen aufzutun, der seinen eigenen Schnaps gebrannt hat. Hm. So. Und mit dem habe ich mir dann zusammen eingetrunken. Und da meinte noch mein Freund der Hadi, der schon sehr oft im Jemen war und auch fließend Arabisch spricht, der meinte, jetzt bin ich schon so oft hier gewesen und du schaffst es, den einzigen Schwarzbrenner im Jemen aufzubauen. Ich so, ja, das ist halt, ne? Also ein Schicksal, ja, also erkenn meine Schweine am Gang, genau. Ja. Und naja, irgendwie über ihn bin ich dann wieder mit anderen Leuten in Kontakt gekommen. Einer war dann irgendwann auch so dieser Geschäftsmann und der wollte dann unbedingt, dass ich da bleibe. Und Du hattest die Töchter aber vorher nicht gesehen, das wäre für dich ich und bleibt nicht gewesen. Ich habe die Töchter nicht gesehen, aber ich glaube, der hatte so viele, ich weiß gar nicht mal, wie viele aufgezählt hatte. Da wird schon irgendwie eine dabei gewesen sein. Aber aber jetzt muss man ja gucken, wenn man jetzt in so einem Land ist, wo es keinen Alkohol gibt, ne? Es gibt ja in jeder Kultur, das wissen wir ja, immer einen Weg, sich zu berauschen. Ne? Mhm, so, und die Jemeniten machen das dann halt, indem sie Kat kauen. Kat, hast du schon mal gehört? Diese Betelnüsse, ne? Das ist so ein Strauch. Ich glaube, entfernt verwandt, auch mit der Coca-Pflanze irgendwie. Und das sind eigentlich nur so kleine Blättchen. Und die kaust du in der Backe. Das sind dann die berühmten Cut-Backen. Dann bläht sich die Backe ganz weit auf. Und du kaust stundenlang auf diesen Blättern rum. Du musst dann immer literweise Cola und Fanta saufen, weil das so bitter schmeckt. Und ich habe das ein paar Mal probiert. Und das war immer so bitter. Ich habe es dann immer wieder ausgespuckt. Mhm. Und dann. Aber irgendwie habe ich ja immer gesehen, wie schön drauf hier, ne? Meine Kompagnons waren und die Kat Jemini. Irgendwann musst du das auch mal schaffen, dass es da knallt. Ne? Und dann waren wir auch bei so einem Beduin, das war die Hadramaut, wo wir vorher waren. Und der hatte auch Kat. Und da habe ich gesagt, so, jetzt kaust du das, ne? Bis, ne? Dass es kein Ende gibt. Und dann, irgendwann fing ich an, ich hatte halt so ein paar arabische Vokabeln gelernt in der Zeit. Also ich konnte bis 10 zählen, ich konnte fragen, wo man Zigaretten kaufen kann, ne? Ich konnte mir eine Cola bestellen und so weiter. Halt. Genau, ja. Und hab dann alle arabischen Wörter, die ich konnte, einfach aneinander gereiht. Also 1, 2, 3, Reis, Zigaretten, Feuer, Aschenbecher. Zigarette bitte, und Und die haben sich kaputt gelacht, ne? Also der Hadi erzählt mir das am nächsten Tag. Der Beduine, der hat sich so weggeschmissen. Das war der lustigste Abend in seinem Leben gewesen. Ne? Nur Scheiß gemacht. Aber es kommt noch besser. Ich hatte sogar das Gefühl, ich verstehe die Jungs. Die haben Arabisch gequatscht und ich war felsenfester Überzeugung. Weil du so dicht warst. Ich weiß genau, was sie meinen. Und hab mich wunderbar mit denen auf Arabisch unterhalten. Also schon eine doch auch bewusstseinserweiternde Droge an der Stelle. Ne? Natürlich keine Werbung, Finger weg, ne? Ja, das macht Kinder, man nicht, aber, ja, um Gottes Willen, aber das gehört Cut-Lutschen. Da zur Kultur. Also ja. Das ist da ja, ne? Ja. Wie hier ein Bier trinken, da genau. Kauft man halt Cut. So ist es ja. Halt. Ja. So sieht's aus. Ach, wie hübsch. So, zurück zu der Töchter. Zu den Töchtern, die du da jetzt hättest bekommen, plus ein Land Rover. Wieso hat der denn direkt so ein Package geschmiert? Ein Land Cruiser. Das ist das Statussymbol. Aber weißt du, was ich... Das ist das Statussymbol Nummer 1. Aber da wäre ich skeptisch geworden. Also wenn der jetzt gesagt hätte, hier, du kannst eine meiner wunderschönen Töchter heiraten, ich würde mich freuen, dich dann quasi zu unserem Glauben, von unserem Glauben überzeugen zu können, dann ist das ja eine Sache. Aber wenn du dir von vornherein ein Luxusauto anbietest, dann waren die Töchter wahrscheinlich hässliche Gurken, oder? Ich habe sie ja nie gesehen. Und wenn er sie mir vorgestellt hätte, hätte ich sie ja nicht erkannt, weil die waren ja verschleiert. Ich weiß nicht, was man da dann für keine Ahnung. Schwierig. Moment mal, du hast mir mal gesagt, du wärst in keinem Land auf dieser Welt gewesen, wo die Frauen so
eine Attraktivität allein in ja, ihre ich muss Augen das, ich muss das, hätten. Ich muss das anders formulieren. Ja, ich muss das anders formulieren. Also die Mädchen sind ja bis zur ersten Monatsblutung nicht verschleiert. Und dieser Mix aus arabischen Ländern, aus afrikanischen, die hatten die Handelsroute nach Tansania früher, die Weihrauchroute, die sie mit den Daus gefahren sind. Und also da kommt so viele Kulturen zusammen. Und so, das tut so einem Genmix ja immer sehr gut. Mhm. Und man sah halt an den Kindern, dass das unheimlich hübsche, unfassbar hübsche Kinder waren. Ne? Mhm. Dass man daraus schließen konnte, dass wenn die denn mal etwas dann erwachsen ist, mit Sicherheit auch eine sehr attraktive Frau ist. Ja. So habe ich das dargestellt. Ja, du hattest sogar noch gesagt, dass die dann auch ein oder andere... Ja, mit den Augen. Ja, mit so den geflirtet Augen hätte und dass das so unglaublich gewesen wäre, weil du noch nie gesehen hast vorher bei einem Menschen, was für eine Kraft er alleine Energie in seine Augen legen kann. Ne? Das stimmt wohl. Na klar, wenn er ansonsten keine Mimik, das ist ja jetzt quasi wie, obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt, aber wie in unserem Pandemie-Maskenzeitalter. Ne? Also man versucht ja, weil die Mimik irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist durch den Lappen im Gesicht, man versucht ja dann doch mehr in die Augen zu legen, ne? An Informationen, an Freundlichkeit, Interesse, Neugier, was auch immer. Und das ist da natürlich dann sehr viel über einen sehr viel längeren Zeitraum entstanden und perfektioniert worden. Und der gesichtsfreie Raum, wie du schon sagst, wirklich nur dieser Streifen, dass die Augen frei liegen, ist ja noch begrenzter als bei uns, wo ja da ein bisschen mehr vom Gesicht noch frei liegt mit der Maske. Klar, da wirst du, glaube ich, sehr virtuos mit deinen Augen, mit der Sprache deiner Augen. Aber an der Stelle auch nochmal, also ich hab verschiedenste Sachen im arabischen Raum erlebt. Also ich bin auch schon, muss ich fairerweise sagen, auch schon mit Steinen beworfen worden und als Sadik beschimpft worden, als Ungläubiger. Ach, wo war das denn? In einer abgelegenen Region, auch im Jemen. Aber das war eine Ausnahme, muss ich an der Stelle sagen. Aber ansonsten habe ich nie so eine Gastfreundschaft erlebt wie im arabischen Raum. Also wenn du da eingeladen bist, du wirst ja hofiert. Also das ist ja unglaublich. Wir kennen es noch aus Mauretanien, wie oft sind wir da eingeladen worden. Ja. Und da wird ja wirklich alles aus der Speisekammer geholt, was da ist. Was natürlich jetzt in Mauretanien auch nicht so üppig ist. Aber selbst die mieseste Ziege, die man noch gefunden hat, wurde für uns zubereitet. Mhm. Und, obwohl wir das nicht wollten, das muss man doch mal dazu sagen. Obwohl wir das nicht wollten, nein, wir konnten irgendwann die Ziege nicht mehr essen, aber jedes Mal wurde für uns eine Ziege geschlachtet. Und ich so, oh nein, bitte, lass die Ziege am Leben, ich möchte sie nicht essen. Und da muss man eine Stelle noch mal erzählen, du Arsch. Das war ja was? So, dass wir da mit eat, einer... Eat, why don't you eat, oder was willst du jetzt? Ja, dann, wir waren ja mit einer Dame, ja Gott, was war die auch noch? Die war von so einer... Organisation, ne? Die hat sich für Frauenrechte eingesetzt. Für Frauenrechte eingesetzt. Ja, ja. Da können wir gleich mal erzählen, warum wir überhaupt da waren. Und und du hast ihr immer gesagt, dass ich das total gerne hab, ne? Die Ziege und diese Köstlichkeiten, die da auch aus den Kutteln gemacht werden und was weiß ich nicht alles. Und dann immer, wenn ich gerade nicht aufgepasst hatte, hast du ihr das gesagt und die dann immer, Jan, eat, why don't you eat, ne? Und ich so, boah, ne, wo kommt ihr immer zu mir, ne? Ich hab das nicht kapiert, ne? Ich hab's einfach nicht kapiert, warum die immer zu mir gekommen ist. Eat, you have to eat. Weil ich ihr gesagt habe, dass du so schüchtern bist, dass du so einen Bärenhunger hast, aber so und irgendwann habe ich das mitbekommen, dass du dir das immer gesagt hast. Was eine asoziale Nummer. Mann, ey. Wirklich. Das war so schrecklich. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Aber da empfinde ich das allergrößte Vergnügen in solchen Nummern. Das habe ich schon als Kind geliebt, so ein Scheiß. Das ist unfassbar. Ja. Ja, ja, ich weiß. Mich hat ja dann am Tag später hat mich ja die Rache erwischt. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja, die hat den Magen umgehauen. Magen umgehauen, Migräneattacke in der Wüste bei 50 Grad und erstmal in irgendeinem Zelt dann 3 Stunden im Koma gelegen. Also ich bin ja bestraft worden dafür. Aber was Ähnliches hatten wir auch nochmal bei den Maasai, weißt du? Da haben die auch eine Ziege geschlachtet, was wir partout nicht wollten, aber die, weil sie sich darauf gefreut haben, endlich mal wieder einen Anlass zu haben, eine Ziege zuzubereiten. Und dann haben die ja auch, also die Zubereitung ist ja auch das große Problem. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man denkt, das landet jetzt da irgendwie filetiert auf dem Barbecue-Grill mit feinsten Gewürzen der Region, sondern das wird ja ohne Gewürze zubereitet. Jetzt die Ziege da in Mauretanien haben sie einfach in ein Erdloch eingegraben und da, weiß ich nicht, Low Temperature, 6 Stunden im Lehm dünsten lassen und in
Kenia haben sie dir einfach über dem Feuer und damit so Holzpflöcken zermatscht und das war einfach nur. Ja, also Mauretanien muss man auch sagen, also es ist ein Land, wo es Tourismus überhaupt nicht gibt. Also wenn er nur ganz vereinzelt, vielleicht ein paar Abenteuer-Franzosen, die da mal hinreisen. Da ist ja wirklich an Infrastruktur gar nichts. Also die Hauptstadt Nouakchott, in der haben wir gewohnt. Also das war ein Hotelzimmer, das war über und über mit Kakerlaken. Also das hat man am ersten Abend, habe ich ja gedacht, so, ach du Scheiße, wo bist du denn hier gelandet? Aber wie schnell man sich an so Sachen gewöhnt. Ne? Also ich bin dann irgendwann abends rein und habe gesagt, na Jungs, alles klar. Und das war sowas Besonderes, dass wir da waren, dass uns ja selbst der deutsche Botschafter eingeladen hat in seine Botschaft, die auch noch richtig groß war, die Botschaft. Ich war total baff, wie groß die Botschaft in Mauretanien war. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie so eine kleine Hütte oder was, aber das war ja richtig mondän. Und da richtig gesichert. Der hat uns aber nicht begrüßt, weil er so froh war, dass endlich mal Touristen kommen. Ich habe mir sogar noch eine Zahl gemerkt. Also damals, als wir da waren, und wie lange ist denn das jetzt her? 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, gab es eine Statistik, die besagte, dass Mauretanien in jedem Jahr knapp 650 Touristen hat. 650 Touristen pro Jahr. Der hat uns empfangen, weil er uns warnen wollte vor der Al-Qaida, die damals nämlich Jagd gemacht hat auf Deutsche explizit. Ja, ja, also die waren nämlich in dem Grenzgebiet. Genau. Ja, Mauretanien, Algerien, in südlichen Weiten Algeriens, da waren die unterwegs und das war gefährlich. Und deswegen hat er gesagt, hier habt ihr meine Visitenkarte, wenn irgendwas ist, lasst es mich wissen. Und wir mussten uns bei ihm anmelden, als wir das Land betreten haben. Das war Bedingung, dass wir da überhaupt rein durften. Wir mussten uns mal Botschafter registrieren, gerade um da verfolgbar zu sein. Also auch in puncto Sicherheit für uns, dass sie wussten, da sind zwei Journalisten. Und da müssen wir ein bisschen auf die aufpassen. War eine heikle, gefährliche Zeit damals, wegen dieser Al-Qaida-Zeit und der entsetzlichen Armut und irgendwelchen Gruppierungen, die sich dann da auch wieder bekämpft haben und um das wenige, was sie zur Verfügung hatten, dann auch noch gekämpft haben. Das war das sind ja die Reisen, die wir mögen. Sowas lieben wir ja, wenn das so richtig extrem ist. War ja auch kein erfreuliches Thema, weshalb wir da waren. Wir haben gesprochen einmal, deswegen waren wir mit der Frau unterwegs. Eat What Don't You Eat, die sich um die Rechte der Frauen dort gekümmert hat, ne, weil die natürlich überhaupt keine Rechte haben, die Frauen in Mauretanien. Dann ging es um Sklaverei, weil junge mauretanische Mädchen von ihren Eltern verkauft werden an reiche, alte, saudi-arabische Männer. Es gibt ja wirklich diesen Menschenhandel, diesen widerlichen. Darüber haben wir berichtet. Und dann hatten wir die Zwangsmästung der jungen Mädchen, alte Tradition Mauretaniens, wo Mädchen ab dem Alter von 5, wenn sich die Eltern das denn leisten können, darauf getrimmt werden, dass sie irgendwann einmal dem mauretanischen Schönheitsideal entsprechen. Und der sieht so aus, dass ein 10-jähriges Mädchen an die 100 Kilo zu wiegen hat. Also werden die Mädchen gemästet, weil so viel kriegst du ja gar nicht gegessen. Und dann kommen die in richtige Mestcamps. Haben wir ja auch die eine Frau besucht, die das seit Jahrzehnten praktiziert hat, voller Überzeugung. Und dann sind die da im Camp und müssen 23 Stunden essen. Kamelmilch, Reis, hochkalorische Sachen, Bohnen, Fett, all so ein Kram. Richtig, richtig schrecklich. Und wenn sie sich dann erbrochen haben, die Mädchen, weil sie einfach nicht mehr essen konnten, dann mussten sie auch das Erbrochene wieder essen. Also wirklich barbarisch. Ja, und gab ja richtige Folterwerkzeuge. Ne? Also es gab Zwingen für die Füße, wo die Füße eingequetscht wurden, damit sie weiter essen. Also es war wirklich schrecklich. Und wir haben halt diese Frau getroffen, die das immer noch praktizierte. Mhm. Und dann war das ganz, ganz Perverse, weil irgendwann hat man gemerkt, wie man wieder beim Thema Kamel, dass man Kamele auch wunderbar natürlich mit Tablettenform mästen kann. Mhm. Da gibt es natürlich die verschiedensten Präparate zum Mästen. Und dann haben diese Mädchen diese Tabletten bekommen. Jetzt muss man sich das natürlich vorstellen wie so eine kleine Pille, sondern die war ja 3 Zentimeter, 4 Zentimeter lang. Das war eine richtige Trümmer, diese Dinger. Für Kamele halt, also, genau. Mhm. Ja, und die mussten die dann auch schlucken. Und wir waren ja sogar bei so einem, bei einem Händler, der die verkauft hat an diese Mädchenmästerinnen, wie will man sie nennen. Widerlich. Und die Mädchen haben Herzattacken gekriegt von diesen Tabletten. Ne? Also Herzinfarkte und schwerste Kreislaufbeschwerden und fürchterlich. Fürchterliche Geschichte. Aber deswegen waren wir in Mauretanien. Ja. Mein Gott, was wir schon alles erlebt haben, Junge. Irgendwann sollten wir mal einen Podcast darüber machen. Ne? Ha, meinst du? Häschen, wie lange bist du noch in Katar?
Ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Erinnerst du dich auch noch in Mauretanien an die zwei Homosexuellen, die wir getroffen haben? Ja, die auf der Flucht waren aus dem Senegal oder wo kamen die her? Oder Mali oder wo kamen die her? Mali kann sein, ich weiß nicht genau. Ja. Und die sind dann da in so einem Shelter untergekommen. Mhm. Und die waren auch noch, die haben das ja auch gezeigt, ne? Also ja, ja. Ihre Neigung. Also die waren, haben sich sehr, sehr fraulich verhalten, haben sich geschminkt. Ne? Mhm. Und das ist da in der Region, das hat ja auch die Frau gesagt von der Organisation, mit der wir da waren, das ist da ein Todesurteil, ne? Also die da so raus, und die waren da halt zum Schutz und wurden da bewacht, ne? Mhm. Und wir haben die natürlich auch gefragt, warum macht ihr das, ne? Warum, ne? Riskiert ihr euer Leben. Bis ihr irgendwie vielleicht das Land verlassen habt oder so, zieht euch an wie Männer oder... Mhm. Aber die standen dahinter und wollten sich, man weiß natürlich nicht, was aus denen geworden ist. War schon sehr dramatisch. Also die sind auch nur nachts, die sind ja nur nachts quasi von einem Ort dann in den nächsten, um das Land zu durchqueren. Ich glaube, die kriegt das jetzt nicht genau hin. Also ob sie aus Mali kam oder aus dem Senegal und dann durch Mali und dann Mauretanien. Ich wusste auch gar nicht mehr, wo die hin wollten. Aber die waren schon wochenlang unterwegs und sind immer nur nachts auf die Straße und sind dann wieder ein paar Kilometer gelatscht bis zum nächsten Tag. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Und die erinnere ich mich auch noch. Und diese, wir hatten ja noch die Kinderehen, weißt du? Wir waren doch auch noch, auch wieder mit derselben Frau in so einem Kinderheim, wo 10-, 11-jährige Mädchen, die dann schon ein einjähriges Baby auf dem Schoß hatten, das eigene Kind, untergebracht waren, weißt du? Die dann auch, das war doch dieselbe, diese Kinderehengeschichte war doch auch im Fahrwasser von diesem Menschenhandel zwischen Mauretanien und Saudi-Arabien, ne, wo die saudi-arabischen alten Böcke sich dann die jungen Mädchen gekauft haben. Und wenn die Mädchen dann schwanger geworden sind, dann haben sie wieder zurück in ihre Heimat geschickt, dann wollten sie sie nicht mehr haben. Ne? Also unglaublich. Mhm. Unglaublich. Die Geschichte hat man auch erzählt. Ja. Ja, also kein Arabien-Bashing, ne? Ich habe da ganz tolle Sachen erlebt. Nein, um Gottes Willen, das ist ja jetzt ganz individuell. In Jordanien, im Oman, nicht. Ganz tolle Menschen kennengelernt, ne? Ja, aber natürlich. Es gibt halt diese Geschichten, genauso wie es in Afrika, es gibt es sind Scheiße, die in Europa passiert, es ist Scheiße, die in Amerika passiert, es ist überall. Und es ist immer männerdominiert. Man muss leider Gottes immer sagen, es wird immer von Männern, Vertretern unseren Geschlechtes, wird immer so ein Mist, menschenverachtender oder menschenzerstörender Mist als eine vermeintliche Tradition hochgehalten. Immer irgendwelche Säcke, die dafür verantwortlich sind. Eine Frau käme niemals auf so eine Idee. Niemals. So ist es leider. Ja. Wie war deine Woche? Was hast du gemacht? Ich habe die letzten Tage... Themenwechsel. Genau, ich habe die letzten Tage jetzt eigentlich nur im Schnitt gesessen, weil wir gerade Abnahme haben für Crime, die 4 Folgen von Crime. Und das sind da jeweils 90 Minuten. Und genau, da war die Chefredaktion von ProSieben aus München zu Gast. Das war eine sehr schöne Zeit. Das ist immer sehr, sehr angenehm mit denen. Also wir sitzen den ganzen Tag im Schnitt und arbeiten. Und abends gehen wir lecker was essen und trinken und reden. Sehr nett und schön, auch über andere Dinge. Also das war eine sehr schöne Zeit, aber auch sehr intensiv. Weil wenn du den ganzen Tag dann über den Film redest und dir das anschaust und überlegst, wie kann man es verbessern, was muss man verändern, was muss man noch drehen und so, dann ist das sehr intensiv. Damit habe ich die letzten Tage verbracht, genau, inklusive heute. Und jetzt bin ich aber fast durch. Jetzt habe ich in der kommenden Woche, ich hoffe, dass wir uns noch sehen, 2 Drehtage noch. Mittwoch und Donnerstag drehe ich die letzten beiden Tage fürs Experiment. Bist du da gebucht? Nee, leider nicht. Ach, schade. Ich möchte gar nicht sagen, was ich da für einen Mist drehen muss. Aber, nee. Was musst du denn da für einen Mist drehen? Nein, das darf ich nicht erzählen. Ich möchte, dass du es sagst. Nein. Dann mach Synonyme. Warum schreib es skriptisch? Ich bin mit Tim Melzer in Mogadischu. Nee. Nein, du drehst vermisst. Es geht um... Es geht, melde dich. Es geht um es geht um... Nordkorea. Es geht um Rückläufer. Es geht um Rückläufer von Amazon und so weiter. Rückläufer von Amazon. Das haben wir doch auch schon gedreht. Ja, aber egal. Ich möchte jetzt nicht darüber Rückläufer. Reden. Rückläufer. Okay. Ja, egal. Nee, nachher heißt es, ich würde das irgendwie schlecht reden oder sowas. Um Gottes Willen. Um Gottes, ja. Als ob du jemand wärst, der etwas schlecht redet. Du bist der Einzige, der selbst noch über Katar gut redet. Ach Mann. Aber trotzdem, ich muss das Land jetzt verlassen. Ich muss das Land jetzt verlassen, weil seit gestern ist Ramadan. Und um 18 Uhr gestern Abend saßen wir unten im Restaurant vom Hotel und da war Last Order.
Und ab da gab es nichts mehr. Und wir waren für die nächsten 30 Tage oder was? Für die nächsten 30 Tage. Wahnsinn. Und dann haben die sogar meine letzte Insel der Glückseligkeit hier, meine Minibar, leergeräumt. Die haben das alles komplett weggepackt. Ich so, komm, scheiß drauf, ich hab ja noch die Minibar. Haben die alles leergeräumt. Und da steht jetzt, statt ein Bier, steht da jetzt irgendwie eine Dose Fanta drin. Und das ist dann für mich der Moment, wo ich dem Land die Kultur und die Religion, ne, überlasse. Ne? Okay. Da halte ich mich raus und werde wieder ins Abendland reisen. Ja, ne? Schnell in den Flieger, Gin Tonic ins Ohr geschüttet und dann ist wieder alles gut, meine Hübsche. Genau, so machen, ne, wir's. Ja. Ja, ich hoffe trotzdem, wir sehen uns bald. Und das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Lass es dir gut gehen. Hab eine gute Heimreise und auf ganz bald, mein Sonnenschein. Alles klar. Ich wünsche dir was. Sag noch schnell ein paar verabschiedende arabische Worte. Haben wir doch schon. Haben wir mit angefangen. Ach, du hast die Begrüßung als, du hast mir den Abschied, ja, als Begrüßung verkauft, weil ich wieder nichts. Oder hast du den Satz ja auch wieder los weggeballert? Zigaretten, Aschenbecher, guten Tag, auf Wiedersehen. Besorg dir einen Cutstrauch, kau den 3 Stunden, sauf 2 Liter Fanta dazu und dann kannst du dich auf Arabisch, okay, verabschieden, glaub's mir. Okay. Und noch vieles, ja, mehr. Mach ich. Okay. Ich bestell mir gleich Cut bei Amazon, ein Päckchen. Meine Hübsche, bis ganz bald. Okay. Aloha. Mach's gut. Man sagt übrigens, glaube ich, auch Salam, als auf Wiedersehen sagt man, glaube ich, auch Salam. Also Salam und Salämchen, ihr Lieben da draußen, habt eine schöne Zeit und wir freuen uns auf euch und auf den nächsten Mittwoch. Bis dahin alles Gute. Salam. Ciao.